Ja, willkommen zurück, Let's Play Minecraft. Wir wollten hier weiter. Und ich sehe schon wieder Besuch. Und der guckt uns auch schon an, aber der bewegt sich nicht. Warte. Und ich sehe, glaube ich, Eisenerz, wenn ich das richtig im Augenwinkel habe. Der wird sowieso jetzt gleich kommen. Komm her, komm. Was macht der da? Ach, der kann hier nicht rüber. Ach, der kann hier nicht rüber. Och, oh, guck mal. Der kann hier nicht rüber. Die beiden können. Tschüss. Hä? Da glitscht der einfach mal durch die Wand. Fall ruhig runter. Warte mal. So. Da fahren wir ja ein bisschen Steine dabei, ne? Ja, ist ja gut. So. Ihr eigenes Grab geschaufelt. Da unten geht's auch noch. Boah, diese Fleder. Boah, diese Fledermaus macht mich fertig, ehrlich. Okay, ich werde das trotzdem jetzt erstmal zumachen, um mal zu saven hier, mir das Eisenerz zu saven, dass ich da nicht, dass ich das nicht verliere. So, da oben scheint es rauszugehen, oder täusche ich mich da? Ich würde aber gerne unten noch weiter gucken. Weil meistens liegen ja die interessanten Sachen immer unten. Ich weiß, ich lasse jetzt hier so viel Kohle links liegen. Kohle aber momentan ja echt genug von. Es sieht förmlich danach aus, als würde es hier rausgehen. Ich schau mal eben. Warte. Lalalala. So, in der letzten Folge haben wir ja den Enderman wieder gesehen. Der kam ja. Hallo? Ich bin zu groß. Der kam mal wieder urplötzlich in die. Ich glaube, hier geht's nach draußen. Ja. Ich glaube, der braucht ein bisschen Anerkennung, der Enderman. Der ist ja immer so ganz alleine mit seinem kleinen Würfelchen in der Hand. Deswegen rennt er uns immer hinterher. Das ist bestimmt so ein Vorwerkverkäufer oder so. Die sind ja auch immer so. Ja. Die müssen ja auch immer überall klingeln an den Türen. Hallo, wenn Sie einen Staubsauger kaufen. Was könnte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich bin immer so einer, also ich könnte auch niemanden irgendwas verkaufen, was ich selber nicht kaufen würde. Wenn du verstehst, es klang jetzt ein bisschen, glaube ich, durcheinander. Also sagen wir mal, ich würde als Verkäufer rumlaufen, der, sag mal, Waschmaschinen verkauft an der Tür. Oder sagen wir mal ruhig Staubsauger. Sagen wir ruhig mal Staubsauger. Ja? So, wenn du aber selber weißt, wenn du wirklich selber weißt, dass der Staubsauger nicht richtig gut ist. Also wenn du vielleicht sogar im Hinterkopf hast, hör mal, der geht erst nach, der geht sogar nach einem Jahr kaputt. Oder nach 3 Jahren, wenn die Garantie meistens abgelaufen ist, ja meistens immer so. Immer wenn die Garantie abläuft, geht das Ding kaputt. Kennst du? Weißt du, wie das ist. Ne? Fernseher, Waschmaschine, Spülmaschine geht meistens immer nach 2 Jahren kaputt. So, wenn gerade ein Monat über die Garantie und schon ist das Ding im Arsch. Ne? Würde ich aber, wenn ich dann wirklich selber so ein Verkäufer wäre, der wüsste, sag ich mal, ah, hier geht's nach unten, der im Hinterkopf hat, der wüsste, dass da Dinge nach 2 Jahren kaputt geht, würde ich jemand das nie andrehen können. Ich weiß nicht. Ich könnte das nicht. Ich wäre, glaube ich, dann auch so ehrlich, würde ihnen sagen, ey, wissen Sie was? Kaufen Sie das Ding nicht. Kaufen Sie lieber die Marke oder so. Oder, keine Ahnung, oder gehen Sie lieber nach XY Supermarkt, Fachelektronikmarkt und kaufen Sie da die andere Marke, die ist viel besser. Könnte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Kann ich nicht. Bin ich zu ehrlich für. Das ist ja das Schlimme. Ich bin ja einfach zu ehrlich für diese Welt. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin einfach zu ehrlich für die Welt. Auch wenn ich oft genug Arschtritte kriege. Dass ich zu ehrlich bin. Ist leider schade. Aber wenn man Arsch ist, kommt man manchmal im Leben weiter. Manchmal. Nicht immer. Manchmal. Aber so einer bin ich nicht. Ich bin einfach zu ehrlich. So. Arschloch kann ich nie sein. Ich weiß nicht warum. Es ist so. Es ist mir an, es ist so angeboren. Ich bin immer ein freundlicher Mensch. So. Hätten wir das Thema auch mal durch. Aber es ist doch so. Du kaufst ja, wenn du. Huch.
Steigere mich jetzt da in was rein. Ich glaube, wir müssen echt mal die Höhle bald verlassen, weil ich habe hier gleich keine Spitzhacke mehr und das ist nicht gut. Und weil sonst kommen wir echt nicht weiter. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Ausgang suchen. Weil nach oben graben mit der Spitzhacke ist nicht mehr. Können wir auf dem Rückweg ein bisschen nochmal drüber quatschen. Also ist doch wirklich so, du kaufst doch, sag ich mal, wenn du ein Gerät kaufst, dann. Hat sich einfach mal die Fledermaus in Flammen aufgelöst. Geht's da hinten vielleicht raus? Ich baue mir das nochmal eben hier ab. Ja, warte. Aber wenn du doch so ein Gerät kaufst, dann gehst du doch von aus als Kunde. Bist du dir doch sicher oder sagst, ey Mann, das ist doch echt ein Markenprodukt und sagst du dir selber, ey, boah, das muss doch ewig und 3 Tage halten. Ja, und dann ärgerst du dich. Okay. Und dann ärgerst du dich wirklich schwarz, wenn das wirklich genau nach 2 Jahren kaputt geht, dieses Dingen. Oder so, wo du dann echt so denkst, boah, weißt du, und dann meistens immer in den Momenten oder in den Zeiten, wo es gar nicht gebraucht, wo du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Also wo gerade eh selber knapp bei Kasse bist. Hallo? Wo du gerade selber knapp bei Kasse bist, da geht meistens sowas immer kaputt. Immer. Ist immer so. Und meistens geht dann noch was anderes noch mit kaputt. So, dass er erstmal schön das Ersparte, was du gerade gespart hast, vielleicht irgendwo sofort wieder ausgeben kannst. Du weißt, wovon ich rede. Du kennst das selber. Ne? So, ich schau mal. Wo laufe ich denn hin? Nein, der Hexer steht da oben. Nein! Der Hexer ist da oben eingeklemmt. Und warum wird es hier dunkel? Ich habe doch gerade eine Fackel hier angehabt. Ach so, weil die. Ah, okay. Die Lava geht weg. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier unten irgendwo rauskomme. Warte mal, wir sind vom Puzzle mit. Ach, von hier oben, ne? Hallo? 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 So? Warte mal, wir sind. Hä? Sind wir von da oben gekommen? Müssen wir ja, ne? Anscheinend ist ja da eine Fackel. Das heißt, ich werde mal darüber springen. Ich will jetzt hier nicht sterben. Nur können wir echt mal bunkern und saven so ein bisschen. Hey, hier sind wir. Ah, geil. Und du geh weg, du stinkst. Du hast Mundgeruch. So. Hey, geil, wir haben rausgefunden. Hätte ich niemals gedacht. Und das ohne Hochbuddeln oder so. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es geht, glaube ich, hier raus, ne? Genau. Ja, da lang, genau. So, gut, dass wir uns das markiert haben, finde ich super. Lalala. Geil. Jetzt können wir echt saven dann. Bin mal gespannt, ob Nacht draußen ist oder Tag. Aber es sieht aus, als wäre Tag draußen. Ja, taghell. So. Ja, hier. Zack, 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 zack. Wunderbar. Und wir kommen direkt bei uns am. Naja, nicht ganz am Haus, aber in der Nähe. Ist ja nicht weit. So. Das war echt mal glorreich, würde ich sagen. Also wir haben echt super. Und das innerhalb von 9 Minuten. Wir sind gerade mal bei fast 9 Minuten Aufnahme. Und haben echt viel gesammelt. Das Einzige, was mich ärgert, dass wir noch keinen weiteren Diamanten gefunden haben. Das ärgert mich ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Ich möchte die Steine doch ein bisschen behalten, weil wenn wir da mal wieder was bauen müssen oder bauen möchten. Dann haben wir das. So, Eisenerz. Die haben wir davon noch. Ah, nee, genau. Wir können das mal eben in den Ofen schieben. Eisenerz. Wo habe ich Redstone? Da habe ich Redstone. So, Redstone haben wir davon auch. Cola. Cola. Ich bin immer so schnell. Ich vertue mich immer mit den Knöpfen. Boah, wie viel Kohle wir haben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, verhungern. Müssen wir, glaube ich, nicht. Also, und frieren müssen wir auch nicht. Wir haben genug Sachen. Mal kurz gucken, was ist denn das? Wird als Farbe verwendet, um Wolle blau zu färben. Na toll. Super. Da habe ich mich so drüber gefreut. Ist ja echt ein Highlight. So, warte mal. Wir müssen Stickies brauchen wir gleich. Ein wenig Holz nehme ich nochmal. Und. Fackeln müssen wir gleich herstellen. Ganz wichtig, Fackeln. Müsst ihr mich daran erinnern? Auch die im Stream vielleicht, falls ich das vergesse. Kohle nehme ich dann mit für die Fackeln.
Eisenerz wollen wir jetzt brennen. Ich werde mal eben die Steinhacke, die brauche ich jetzt gerade mal nicht. Das ist mal total unnütz. Wo haben wir denn? Hä? Hatte ich nicht eine Truhe mit Waffen schon gehabt? Ach nee, das. Ach stimmt. Das war ja im. Ach, ich vertue mich da. Wir haben im. Wir haben ja im Stream. In der Streamwelt. Boah, wir haben ja so viele Welten schon. In der Streamwelt In der Streamwelt haben wir ja schon. Ich hab noch was essen. Da haben wir ja extra so Kisten angeordnet schon, wo wir die Waffen drin haben. So, warte mal. Da haben wir auch nochmal. Jawohl, sehr schön. Geil. Cool. So viel Redstone schon. Schalter durch den. Dieses dämliche Schweigen auf dem Sender. Das heißt, ich werde nochmal eine Kiste erstellen. Das werde, glaube ich, die nehmen, wo ich so ein paar Waffen platziere und Sachen. Brauchen wir die Axt momentan? So viel Platz nimmt das jetzt auch nicht weg. Wir haben ja immer noch so viel. So, ich wollte in den Ofen schieben. Ach, guck an. Die waren auch fertig. So, das heißt, die kann ich auch nochmal platzieren. Da machen wir die dahin. 63 Eisenerz ist ja Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Die können wir trotzdem mal hier hinpacken. Nee, da. Nee, warte mal. Da haben wir doch. Hier haben wir doch schon Stein drin. So. Sehr schön. Und wir wollten, genau, wir wollten Fackeln bauen und. Hä? Ah, hier. Machen wir so 51, es dürfte reichen. Ach genau, Werkzeuge, genau. Wir wollten noch eine Spitzhacke aus Eisen wollten wir uns herstellen. Genau. So. Warte. Mal eben kurz schauen. Spitzhacke, Eisen. Oh, wieder zwei Stück. Dann haben wir wieder in Reserve. Ja, schöne Grüße nach den Niederlanden. Hallöchen. So, und für dich als YouTuber, ja, ich bin immer noch im Livestream, Live-LP-Aufnahme, bist du immer noch dabei? So, ich glaube, ich kann den Rest eigentlich jetzt so weit wegpacken. Da brennen nämlich gerade noch die Eisenbarren zu Ende. Dann kann ich den Rest wegpacken, das ist gut. Holz packen wir mal jetzt hier rein, ist ja jetzt Wurst. Kohle kommt wieder unten rein. So, lalalala. Es ist Nacht, ne? Kann das sein? Hebel. Stickies haben wir da. Den packe ich wieder hier hin. So. Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben. Obwohl, eine Spitzhacke können wir uns noch machen. Weil ich sehe, die eine Spitzhacke ist kurz vor Ende. Besser ist das. Können wir uns hier einen wegnehmen von. Einen von den Eisenbarren. Oder alle nehmen. So, warte. Genau, sehr schön. So. Aber ich muss echt sagen, wir sind super ausgerüstet. Also, so schlecht sieht es um uns gar nicht aus. Das ist wohl mal. Können wir mal so stehen lassen, ne? So, dann gehen wir mal schlafen. Lalalala. So, bin schon wieder aufgestanden. Das geht immer schnell. So, mal kurz auf die. Ach man, haben so viel Rüstung noch. So, der Ofen ist fertig anscheinend. Ja, sehr schön. Da ist noch ein Eisenbarren. Den packen wir noch eben schnell rein. Dann haben wir den da drin. So. Zack. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die Hölle. In die Hülle. Ja, Diamanten. Wir brauchen unbedingt Diamanten. Ich bin auf der Suche nach Diamanten immer noch.
Die werden wir finden. Da bin ich überzeugt von. Wollte schon gerade sagen, da fehlt noch irgendwie die Speicheraufnahmeanzeige. Und die kam jetzt gerade. Das heißt, die ersten 15 Minuten sind wieder um. Weitere 15 Minuten laufen. Muss mal eben kratzen. Das hört sich bestimmt lustig an. So, ich kriege so viele Freundschaftsanfragen wieder. Ja, ich nehme die an, sobald der Stream zu Ende ist. Und natürlich auch die Live-Aufnahme. Das Live-LP. So, hier runter war das, ne? Genau. Wir kamen aber von hier irgendwie komischerweise. Sehr merkwürdig. Ich schau mal eben. Lalalala. Ach genau, hier war die Lava. Und jetzt müssen wir aufpassen. Irgendwo war hier der Hexer gewesen. War das hier? Oh geil. Kann man eigentlich so blocken, Pfeile? Die sterben. So. Wo war denn jetzt das Eisenerz? Ach, hier. Also, wenn ich sowas sehe und finde, dann nehme ich das sofort mit. So. La 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 la. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Waren wir hier schon? Ach ja, gerade, wo ich gesagt habe, wir haben uns verlaufen, ne, oder? Das sieht alles so gleich aus. Na toll, super. Ist hier was? Nö, okay. Gut, dann haben wir das auch mal gesehen. Da oben hing der fest, ne? Ja, stimmt, da oben hing der fest. Das sieht aber auch aus, als wäre da oben ein weiterer Raum, den wir gerne mal uns angucken können gleich. Eben hier, warte mal. Von da kamen wir, ne? Ist überall so viel Kohle am Liegen. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Ich habe so viel Kohle. Ich weiß noch, wie das angefangen hatte, das LP. Wo ich gesagt habe, meine Güte. Ich weiß gar nicht, ob ich das so hinbekomme. Und ob ich... Ob ich das überhaupt alles schnalle bei Minecraft, so das alles hinzubekommen. Genau mit dem Garten. Ich habe das mit dem Garten auch noch nicht ganz raus, wie das funktioniert mit dem Anbauen und alles. Da seid ihr viel fitter drin als wie ich. So, nehme ich mit, nehme ich mit. Kohle nehme ich mit. Na klar, nehme ich Kohle mit. Jede Menge Kohle. So, blub, 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 blub. Warte. Hallo? Hallo? So, warte. Da ist auch noch Kohle. Überall Kohle. Was soll uns das... Was soll das heißen? So. Ich werde mal hier lang gehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier schon waren. Ich glaube nicht. Hört sich zumindest so danach an. So. Doch, hier waren wir schon, oder? Da ist auch nochmal Kohle. Ich höre aber Lava. Es kommt mir die Lava gleich ins Gesicht geflossen. Ich merke, ich habe so ein bisschen das im Gefühl. Oh, hallo. Ich wollte Sie nicht stören bei dem, was Sie gerade tun. Da stand er einfach mal da rum. Guck an. So, Licht an. So. Komisch, ich will eigentlich gar nicht so viel Kohle. Ich habe so viel Kohle jetzt. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Mir kommt die Kohle an den Ohren raus. So viel Kohle. Mann, ich wünschte, man hätte mal so viel Kohle im richtigen Leben. Ah, guck mal hier. Das brauche ich. Eisenerz. Eisenerz kann man nie genug haben von. So. So. Eisenerz kann man nie genug haben. Und hier ist schon wieder Gold. Gold und Kohle. Mann. Ich würde sagen, mit Gold und Kohle entlasse ich euch einfach mal in eine weiteren Folge mit, ja, Let's Play Minecraft. Ich würde sagen, schaltet es dann wieder ein. Und wir im Stream sehen uns gleich wieder. Bis gleich.